Jo, nichts am Tisch, naja, fast nichts. Anderer Hintergrund, wieder netter Gast. Ach so, ein Fehler. Genau. Warum, weshalb, all das nach dem Intro. Servus und hallo, ich bin der Brickfan Jena. Das ist meine bessere Hälfte Patrick. Mal wieder zu Gast, das freut mich. Gleichfalls. Ja, ihr seht's, anderer Hintergrund, das hat den Hintergrund. Naja, wir bauen gerade an einem etwas, ja, dezenten Modell. Und das wäre platzmäßig bei mir daheim etwas schwierig bis gar nicht möglich. Deswegen sind wir hier bei ihm daheim, beziehungsweise bei seinen Eltern in Baden. Daher auch der andere Hintergrund. Jo, und wir wollen euch ein bisschen einen Zwischenstand geben, weil das Ding wird noch ein bisschen dauern, bis es fertig ist. Das Ding, über was reden wir eigentlich? Wir reden über ein Set von Moltking, ein großes Technikset. Set Nummer 19008 mit knapp 11.000 Teilen. Und damit unser aktuell teilreichstes Set, was wir überhaupt Mit haben. Abstand. Mit Abstand, richtig. Es ist dieses Modell hier, der RC Tow Truck, also Remote Control RC. Jo, 1908, wie gesagt, die Setnummer, 1966 Teile, 19, lasse sich das also zu mir zu gehen, 19 Motoren, Wahnsinn. Oh. drei Batterieboxen. Ja. Jo, 4 XL-Motoren, 4 L-Motoren, 8 M-Motoren, 3 Servomotoren. Also das Ding ist wirklich mächtig, mächtig bestückt. Es ist bei Moltking etwas schwierig, hier ein UVP herauszufinden. Aber man kann sich ungefähr auf ca. 590, $600, das heißt auch im europäischen Raum ca. 600 Euro einstellen. Natürlich kommt es darauf an, wo man ihn sich holt, wenn man ihn möchte. Guck mit Originalverpackung ohne. Da kann man noch ein bisschen was am Preis dann ändern. Jo, wir haben Anleitung. Eine von zwei. Zwei. Also Für. Enzyklopädie mal zwei. Einen dezenten kleinen Stickerbogen. Ja, Moltke arbeitet nur, also fast nur mit Stickern. Es gab bisher nur ein Ich Einzelmodell, wo finde, ich. für 11.000 Teile hätten es ruhig mehr Sticker geben können. Du meinst, dass man dann mit den Sticker zusammenhält? Ja, zum Beispiel. Aha. Ob wir alle Sticker anbringen, weiß ich noch nicht. Die hier auf der Seite, die schon fehlen, die sind notwendig, die würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen anzubringen. Da sind die Markierungen für die Motoren, dass man dann beim Zusammenbau sieht, okay, welcher Motor ist wo und vor allem das Kabel dann. Unteren, die länglichen, die sind an und für sich gedacht für die Pneumatikschläuche. Ja, leider eine katastrophale, also so wie sie sich das gedacht haben mit diesen Stickern, funktioniert leider nicht. Denn diese Pneumatik-Schläuche sind aus Gummi und diese Sticker sind bekanntlich jetzt nicht die mit besonders guter Kleberkraft. Ergo, auch nach dem Putzen der Schläuche klebt das Ding einfach nicht. Wie haben wir uns da geholfen? Dazu musste man ein bisschen improvisieren. Ich persönlich bin improvisieren nicht ganz gut. Hab mir ein Stückchen gewöhnliches Dixo oder gewöhnliches durchsichtiges Klebeband benutzt oder zum Beispiel Isolierband. Perfekt. Einmal um den Schlauch herum mit einem Edding die Nummer oder die Zahl draufschreiben, wie lang der Schlauch ist, und schon ist das Ding markiert. Anders geht's auf die Schnelle nicht. Also Ja. mit diesem Tippickerl, die haben da leider ein bisschen versagt, was das betrifft. Man hätte natürlich auch vielleicht das Pickerl so rundherum kleben können, um den Schlauch. Aber die Zahl ist so winzig darauf. Und wie gesagt, dieser Klebestreifen, ja, keine besonders gute Klebekraft, darum habe ich mich für gewöhnliches Dixo bzw. Isolierband entschieden. Das Ja. hat ganz gut funktioniert bis Man muss jetzt. nämlich auch eines dazu sagen, es ist natürlich wieder mal einer
der Punkte, wo Moltke nicht unbedingt ihren Ruhm vergrößert. Es ist natürlich leid, natürlich ist es gut, aber es ist leider halt wieder mein geklauter Mock. Aber ich habe auf der Seite, also auf Replicable, wo der Originaldesigner dieses Modells sein Modell eben hineingestellt hat, in einem Kommentar gelesen, dort ist nämlich schon einmal drauf angesprochen worden, und er hat selber geschrieben, er ist zwar nicht sonderlich glücklich drüber, aber wenn man zumindest die Anleitung auf Replicable von ihm kauft, dann ist es für ihn okay. Das soll jetzt nicht unbedingt die Geschäftsgebaren von Moltke irgendwie abschwächen oder sowas, aber damit kann man zumindest sein Gewissen ein bisschen wieder beruhigen. Wir haben es natürlich gemacht, wir haben natürlich eine Originalanleitung geholt. Was auch gut war, ja, was auch sehr gut war, definitiv, weil es gibt zwei Punkte. Einerseits, der Originaldesigner verwendet verschiedenfarbige Pneumatikschläuche. Moltke legt einen langen Pneumatikschlauch bei, den man dann halt in die gewissen Längen zusammenschneidet. Richtig. Daher auch die Pickel mit den Längen. Mit den Längenangaben, ja. Das ist ja noch soweit okay, aber jetzt kommt der zweite sehr wichtige Punkt, den ich immer wieder beim Moltke bekrittle, bei allen Modellen, die motorisiert sind, nämlich die Kabelverlegung. Katastrophal. Es ist einfach sehr, sehr bedauerlich, dass bei so einem großen Gefährt, bei dem auch so viele Motoren verwendet werden, nicht erklärt wird, wie die Kabel zu verlegen sind. Richtig. So schön das Modell auch ist und so viele Funktionen es auch hat, der Zusammenbau ist auch, also zu dem kommen wir ganz bestimmt nochmal etwas tiefer gelegen, die Kabelverlegung ist hier 0% angegeben. Genau, also wenn man hier zum Beispiel hernimmt, zum Beispiel diese Seite hier, hier werden zum Beispiel Motoren gezeigt, die hier zusammengebaut werden. Okay, in den Schritten, sage ich, ist es noch nicht so kritisch, da brauche ich die Kabel nicht angezeigt. Da ist es mir relativ wurscht. Aber ich muss jetzt ein paar Seiten weiter vorne blättern. Hier zum Beispiel. Hier zum Beispiel ist ein Bereich, das ist die Front des Fahrzeuges. Die Front ist da drin. Ja, die Front. Und hier drinnen sind drei Servomotoren. So, ja, schön. Keine einzigen Kabel. Aber wo liegen jetzt die Kabel? Erst, wenn es wirklich daran geht, die Kabel oder die Motoren zu testen, erst dann wird die Verkabelung angezeigt. Und auch hier, wie man leider eher weniger, vielleicht kannst du es ein bisschen näher in die Kamera. Die Kabel sind hier nicht farbig. Da erkennt man schon, dass erkennt man eigentlich eben nicht, welches Kabel überhaupt einmal woher kommt und wohin wandern soll. Ja. Was eine sehr große Herausforderung ist. Weil man kann sich hier nämlich sehr leicht vertun. Richtig. Es gibt nämlich, wir haben da zuletzt die Stützen aufmontiert auf den schon fertigen Korpus. Und auch hier wird dann nur angezeigt, die neuen Kabel, die durch die Stützen dazukommen. Danke. Okay. Nur die neuen Kabel, nicht die, die schon drinnen sind. Das heißt, das ist natürlich, also wenn man wirklich nur diese Anleitung hat, kann das wirklich eine Herausforderung werden. Und der Vorteil von der Original-Designer-Anleitung ist, der hat überall in der Anleitung die Kabel eingezeichnet und auch zusätzlich noch farblich markiert. Das heißt, du bist dann hergegangen und hast versucht, aus beiden Anleitungen das Optimum herauszufinden. Richtig, genau. Also die Anleitung vom Originaldesigner, die würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich meine, bei einem 600 Euro Set machen, glaube ich, 20 Euro das Kraut nicht mehr fett, damit man sich die Originalleitung zulegt. Und anhand der Originalanleitung kann man ein bisschen erkennen, wie die Kabel verlegt werden sollten. Man muss aber dazu erwähnen, dass die Steuereinheit, glaube ich, eine andere ist. Ja, dass da etwas der auch Original, genau, der Originaldesigner stattfindet. Also grundsätzlich ist es so, es ist dieselbe Teileanzahl, ist dasselbe Modell. Die Anleitungen selber sind
unterschiedlich, insofern das Multi, also der Originaldesigner baut das Ding modular. Das heißt, man baut einmal den unteren Korpus, man baut dann die Führerkabine, man baut die Stützen extra, man baut die Brille hinten extra und erst ganz zum Schluss führt der Originaldesigner zusammen. Multi macht das etwas anders, die bauen einen Teil, bauen den zweiten Teil, führen zusammen, bauen den dritten Teil, führen es zusammen. Mein Grundprinzip ist egal, letztendlich kommt es zum selben Ziel. Aber weil du gerade die Steuerung angesprochen hast, Moleking verwendet nur die normalen Motoren, nur normale Akkuboxen. Also nur klingt jetzt blöd gesagt, funktioniert trotzdem. Der Originaldesigner verwendet die S-Brick. S-Brick ist eine kleine Steuereinheit, die man die es so nicht offiziell von Lego gibt. Die produziert Lego auch nicht selber, das ist eine eigene Firma, die das macht. Beziehungsweise Moleking, wir sprechen ja nicht von Lego, oder? Auf Moleking, genau, S-Brick ist. Genau. Gibt es ja auch möglicherweise von verschiedenen Anbietern. Genau. Also S-Brick ist im Prinzip eine Steuereinheit, die für Kleinbausteinmodelle verwendet werden kann. Da gibt es noch eine Handy-App, die man dann dementsprechend programmieren kann und so weiter und so fort. Also das ist im Prinzip eine verbesserte Steuerung, sage ich einmal. Moleking verwendet das natürlich nicht, die verwenden ihre Motoren, ihre Akkuboxen, dementsprechend sind natürlich kleinere Varianzen drinnen. Der Originaldesigner hat auch ein kleines Lichtset eingebaut, was Moleking nicht dabei hat. Da im Zuge dessen werden mehr Kabel in der Anleitung vom Designer angezeigt, als dann wirklich verlegt werden. Da kann, also hat wieder ein bisschen Potenzial, sich mit den Kabeln zu vertun. Genau. Ich blende euch, auf jeden Fall ein Bild von einem dieser Originalanleitungen, also ein Bild der Originalanleitung, wo man die Kabel schön sieht, blende ich ein, dass ihr euch das ungefähr vorstellen könnt. Hast du ein Bild von meiner Verkabelung dann mit dem Handy gemacht? Genau, auf das wollte ich mich gerade zu sprechen kommen, ja. Weil neben der Verkabelung hast du, du bist ja grundsätzlich einer, der gerne verkabelt und der versucht, die Verkabelung optimiert zu machen. Wie bist du in dem Modell vorher, was hast du gemacht, um das Ganze zu optimieren? Also grundsätzlich einmal sollte man wissen, welcher Stecker wohin gehört. Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung. Und optimalerweise, nächster Schritt wäre links oder rechts, welche Akkubox, welche Steuereinheit wird wo verbaut. Und dann eine grobe Übersicht der Kabel, denn in der Mitte verlaufen Zahnräder, da verläuft eine Kardanwelle. Diese Kabel weg von diesen Zahnrädern zu verlegen, wäre natürlich von Vorteil. Und dann anschließend zusammenlegen, vorsichtig eine kleine Rolle machen. Und diese habe ich dann mit kleinen Kabelbindern, die ich zu Hause besitze, die man generell zu Hause haben sollte, befestigt und an jene Pins angezippt, von denen ich vorausgegangen bin, dass ich sie möglicherweise nicht brauche. Das war aber nicht immer der Fall. Also wir haben dann ein Bild mit dem Handy gemacht. Genau. Auch die zeige ich euch natürlich, wenn ihr euch ein, ist keine Frage. Aber ohne euch jetzt zu verschrecken, ich meine, wer so ein Teil baut, der liebt die Herausforderung. Und der hat hoffentlich schon ein bisschen Erfahrung. Definitiv. Aber wer sich dann mit der Verkabelung auseinandersetzen will, dem würde ich raten, Geduld aufzubringen. Denn das wird wirklich ein bisschen eine Herausforderung, ohne zu verschrecken. Es ist cool, es war toll, ich habe es auch geschafft. Es werdet ihr auch ganz bestimmt schaffen. Vielleicht auch zu zweit oder zu dritt. Ja, also was auch aber ganz wichtig ist. Ja, bitte. Es hat seine Herausforderung, die Kabelverlegung. Ich sage es einfach, wie es ist. Was ich auch grundsätzlich, vor allem bei so großen Modellen, im Technikbereich, Modulargebäude und so weiter weniger, aber gerade im Technikbereich, kann ich nur empfehlen, entweder wirklich langsam zu bauen, gründlich zu bauen oder wirklich zu zweit. Also wenn ich sage, okay, Anleitung, ich baue eine Seite, der zweite baut die zweite Seite und dann immer gegenkontrollieren. Das war wichtig, weil, also, nein, ich habe keine Fehler gemacht. Aber ich habe alle seine nicht vorhandenen Fehler ausgebessert. Genau. Und gegenseitig natürlich, aber auch keine Fehler gemacht. Natürlich nicht. Das war nur ein Test, ob er eh richtig aufpasst. Genau. Eines, was wir uns auch überlegt haben, dadurch, dass das Modell ja sehr groß werden wird, dass es wird einen Meter lang werden, knappe 50 cm hoch, mit eingefahrenem Arm und knapp 30 cm breit.
und wird knapp 14 Kilo, 14, 15 Kilo haben. Und da haben wir uns gedacht, okay, zumindest für den Antrieb, dass wir die Original-Batterieboxen durch so eine Buwis ersetzen. Ich sage, tuned my mode king. So ist es. Für alle, die sie nicht kennen, ich werde immer mal ein eigenes Video zu den Buwis machen. Genau. Also Buwis ist eine Akkubox, die einerseits viel mehr Power liefern kann als Originalbox, sei es jetzt von Lego, von Kader oder von Mold King, und die auch übers Handy programmierbar ist. Und jetzt nicht einfach nur, okay, auf dem Stecker ist jetzt der Antrieb, der Steckplatz ist für die Lenkung. Nicht nur das, ich kann auch wirklich fein justieren, wie stark die Kraft von der Energie auf die Motoren übertragen wird. Also ich kann wirklich einen Antriebsmotor sagen, okay, du gehst mehr auf Beschleunigung oder du gehst mehr auf Kraft. Das war dann so einem Fahrzeug schon so. Genau, das kann man in dieser App alles programmieren. Also die Dinger sind wirklich sehr, sehr gut, sehr empfehlenswert. Allerdings nicht ganz günstig, muss man auch dazu sagen. Und man bekommt sie nur über Buwis selbst. Weder auf Amazon noch irgendwie bei einem chinesischen Händler oder sowas. Die bekommt man wirklich nur bei Buwis selbst. Ich setze euch unten einen Link rein und wie gesagt, ich werde demnächst einmal ein Video machen über die Buwis selber. Aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Sagen wir. Da drüben steht was. Ich glaube, das haben wir einen Kran, damit ich das hier hochgehen kann. So. Stellt euch an. Ist das. Also das ist jetzt der aktuelle Baufortschritt, den wir haben aktuell. Das ist circa Bauabschnitt Ende 8 von 21. Ja? Und man kann hier schon wirklich annähernd ein bisschen die Ausmaße erkennen. Und das Ding neben meinem Oberkörper, dann ja. Das Ding ist so groß wie mein Torso. Richtig. Ja? Und ich meine, alleine, also dieses rote, dieser rote Winkel, der hier zu sehen ist, links und rechts, das ist nicht einfach nur eine Verkleidung. Nein, das sind die Stützen, das sind die Seitenstützen. Ja. Die sind allerdings so dann in der Verkleidung eingebaut, dass wenn sie eingeklappt sind, sie wirklich eine ebene Fläche mit dem Rest ergeben. Man sieht es hier im Prinzip eigentlich nicht, weil sie eben sagen, wirklich anliegen. Seite, ja. Ja. Hier auf der Rückseite, ja, genau, ist das ersichtlich auch. Also das ist wirklich schön gemacht. Und alleine nur das ist irre. Wir haben 4 XL-Motoren, die nur für den Antrieb zuständig sind. Angesteuert werden die beiden Hinterachsen. Die kriegen dann letztendlich Zwillingsreifen. Allradantrieb, oder? Die Vorderreifen sind nicht. Ah, okay. Die sind nicht. Die Hinterreifen sind nur. Genau. Ja. Die Hinterreifen. Die Vorderreifen lenken aber beide Achsen. Also das ist eine Doppelachslenkung und eben eine Doppelachsantrieb. Auch von der Federung ist das Ding nicht schwach. Wie gesagt, das Ding hat fast 14 Kilo. Allein hier vorne, man sieht es eh hier, sind 6 harte Federn, ja, pro Seite eingebaut. Ja? Auf der zweiten Achse sind 4. Auf der und hinten sind es da 2 und hinten nochmal 4. Also das Ding ist definitiv immens gefedert. Ja. Dann auch die Fahrerkabine, auch die ist dann noch zusätzlich gefedert. Und sie ist dann auch pneumatisch kippbar. Danke, das Wort hat mir jetzt gefehlt. Was wir auch noch im Vergleich zum Original geändert haben oder auch in Zukunft ändern werden, bis wir fertig sind. Erstens haben wir keine Blaupins. Nein. Definitiv nicht. Auch wenn wir da das ist ein absolutes über Logo. Oder knapp 2000 schwarze Pins reinballern müssen, aber es kommt mir da kein blauer Pin rein. Nein. Und weil ja auch allein schon auf die Antriebsmotor eine ziemliche Kraft auf die ganzen Gelenke, Achsen und so weiter kommt, haben wir oder werden wir alle Kardangelenke, die ja normalerweise aus Plastik beiliegen, austauschen und durch Metallkardangelenke ersetzen. Genau. Das ist ein Metallkardangelenk. Genau, die kriegt man
einzeln zu kaufen, entweder beim Händler eures Vertrauens, also bei mir in dem Fall beim Markus von der Klemme, liebe Grüße, von dem habe ich übrigens auch das Modell. Liebe Grüße. Und einfach, weil Kadergelenke, so cool sie sind in einer gewissen Weise eine Schwachstelle, ja. Weil natürlich gerade der Mittelpunkt, wo eben dieses Gelenk sitzt eigentlich, oder sie verbunden ist miteinander, sind so zwei ganz dünne Achsen. Und Plastikbereich kann natürlich relativ leicht bei so einem großen Modell vorbessern. Bei kleineren Modellen ist es noch halb so wild. Ja. Aber bei diesem großen Modell würde ich definitiv diese Metallgelenke empfehlen. Genau. Wie viel kostet der ein Stück, damit du... Ich habe es nicht auswendig im Kopf, aber ich glaube so um die 4 Euro Pi mal Daumen. Wie viele haben wir hier verbaut? Da sind jetzt aktuell, glaube ich, 8 oder sowas drinnen. Ich habe jetzt bei Markus nochmal 10 nachbestellt. Aber insgesamt? Müsste ich da nachschauen. Kann ich jetzt aktuell nicht nachschauen. Handy ist Kontrollbildschirm. Aber ich schätze, um die 18 bis 20 werden es schon sein. Aber es ist es wert, ja. Glaubt's was. Lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben für metallene Kranengelenke, als mit Plastik einbauen. Du schaltest ihn einmal ein und... Es sei denn, es wolltest 11.000 Teile nochmal zerlegen und wieder zusammenbauen. Doppelter Tauschpreis, natürlich, selbstverständlich. Gibt es natürlich auch die Möglichkeit. Ne? Also, ja. Ja. Hier sind noch die Pneumatikschläuche teilweise, die dann zur Führerkabine gehen, Fahrerkabine gehen. Ja, also viel, viel mehr. Also gibt's auch von, das Ding hat schon ein schönes Gewicht. Ja, ich habe das beendet. Also auch unten relativ entspannt eigentlich. Hier sieht man die vier Antriebsmotoren, die großen XL-Motoren. Entschuldige. Was war das? Das war eine Achse, die einen silbernen Kader gelenkt hat. Ah, das war diese eine. Ja. Das ist der einzige Nachteil an den metallenen Kadergelenken, dass die Achsen sehr, sehr locker drinnen stecken. Ist aber dem Kadergelenk selber geschuldet. Aber normalerweise werden die Kadergelenke sowieso von beiden Seiten dann abgestützt und damit passt das dann wieder. Wenn da überall dann die ganze Sicherung und Gegenstücke drauf sind, dann kann das eh nicht mehr rausrutschen. Das passt. Jo, so weit, so gut. Viel mehr, glaube ich, können wir aktuell nicht wirklich sagen, außer dir fällt noch irgendwas ein. Aktuell würde ich jetzt nichts mit ausklammern. Die wichtigsten Sachen haben wir bereits angesprochen. Genau. Das Ding wird riesig, das Ding wird groß, das Ding wird schwer. Ich kann euch nicht sagen, wann wir fertig werden. Wir schauen natürlich, dass wir das so zügig wie möglich machen. Die Sache ist halt die, wir bauen. Da wir hier im Baden bauen, alleine von Platzgründen, bauen wir meistens nur am Wochenende. Und wir sind auch nicht jedes Wochenende jetzt in Baden, teilweise sind wir auch in Wien, das heißt, da steht das da auch wieder ein, zwei Wochen unbebaut weiter. Aber wir werden euch natürlich immer wieder Zwischensteps geben und wenn es fertig ist, kommt sowieso ein komplettes Review. Ja. Und für alle, die dann die Möglichkeit haben, das Ding wird auf jeden Fall bei jeder Ausstellung, wo ich als Aussteller oder wir als Aussteller dabei sind, wird es auf jeden Fall ein Fixpunkt werden, weil sowas ist natürlich auch ein Magnet. Eine Sache, die auf jeden Fall mit dem Set passieren wird und darüber möchte ich auch auf jeden Fall ein Video machen, ist die Beleuchtung. Ja. Es gibt keine offizielle Beleuchtung, ergo werden wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen, um das Ding richtig gut aussehen zu lassen, damit hier auch wirklich jedes Lämpchen von vorn bis hinten beleuchtet wird. Darüber werden wir dann aber Auskunft geben, wenn es soweit ist. Genau. Oder nachdem es ist. Da ist die Planung so, dass wir wirklich mal schauen, das Set soweit zu bauen, zu schauen, okay, was hat er überhaupt für Lichter? Wie viele hat er? Dann dementsprechend uns mit der Elektronik zu bestücken und das überlasse dann sowieso dir, dass du dann den Einbau der Beleuchtung machst. Wird auf jeden Fall ein Knaller. Oh ja. Ich kann schon kaum erwarten. Immer schon Zeit. Na gut, das soll es in dem Fall für heute mal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Danke nochmal, dass du auch wieder mal zu Gast warst.
Und eines, auch dieser nette Herr hat einen YouTube-Kanal, zu einem sehr kleinen. Ich verlinke ihn euch unten. Er streamt ab und zu von seiner PlayStation Spiele. Hauptsächlich unkommentiert. Muss ja aber nicht mit Kommentar sein. Ist ja auch so ganz nett zu anhören. Schaut gerne mal rein. Er würde sich natürlich über ein paar Views und Abos vielleicht sogar freuen. Ansonsten wünschen wir euch noch eine wunderschöne Zeit. Bleibt unserer Community gewogen. Richtig. Ja, auf bis zum nächsten Mal. So ist es. Euer Patrick und euer Brickfan Vienna.